uns den Turing-Test an. New Game. Ja. Verwirrung zu Ende. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch so mit dem Turing-Test auskennt. Der testet im Prinzip, ob Menschen erkennen können, dass sie mit einer künstlichen Intelligenz reden. Anhand dessen, wenn sie sich mit denen unterhalten. Oder ob die merken, dass das ein PC ist. Okay, ich muss gleich mal gucken, ob ich die Sprache ändern kann. Settings. Nein, scheinbar nicht. Gut. Dann spielen wir den Turing-Test auf Englisch. Habe ich nicht großes Problem mit. So, eine gefährliche, etwas Gefährliches in der ISA. Und wir müssen die Kommunikation wiederherstellen. Das ist ja prima. Wir laufen einfach mal einen Gang lang. Hier scheinen alle Türen zu sein. Die Pfeile leiten uns. Hier einfach. Oh. Sie ist nicht gerannt. Ist da lang? Ich will hier aber in meinem EMT. Was ist denn EMT? Electro. Electromagnetic. Oh. Cookingstation. Okay. Aber wahrscheinlich da. Die Tür ist jetzt nämlich offen. Ein Schlepptop. Ah, jetzt kann ich mir anfangen, Sachen anzugucken. Waschen können vorher. Oh. Ich weiß nicht, ob man da von oben nach unten liest. Oder von unten nach oben? Ich weiß auch nicht. To Ava, the current ship status is as following. Recommend addressing the blub. Der Schiffstatus übermittelt. Okay. Hey Dean, I'm about to insert my crews. Let Tom know if you guys need me. Hopefully there will be no need to wake me. I guess I hear from you as soon as I wake up, which may be a long time for you. Just have lockdown here. Okay, er will in seinen Kryo-Schlaf. Tom soll wissen, wenn sie ihn brauchen. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass er Walter aufwacht, was von denen hört. Hoffentlich brauchen wir dich nicht, aber wir werden dich vermissen im Land der Lebenden. Ich sorge dafür, dass Tom regelmäßig nach dir guckt. Ich hoffe, er macht's. Aber ich mag es zu der glauben, dass ich helfen kann, okay? Captain McLean. Jetzt an Sarah Mason. Ich habe viele Mails geschickt. Check die Kryokammern. Nach Funktionalität. Funktionieren wie erwartet. Keine Sorgen, glaube ich, irgendwie so. Danke, Tom. Nicht besorgt, Ava. Helmen her. Clear stays in a short while. Ach, Ava geht auch in Kryo-Schlaf. Made a lot of change while
Ich denke, es wird sich viel ändern, während ich schlafe. Wenn irgend alles gut läuft, sollte ich aufwachen in den nächsten 10 Jahren. Also nee, in 10 Jahren. So, wünsche euch allen ein gutes Leben, ja? Das ist ja schön. Erstmal ab in Kryoschlaf. Fucking Bay Hedge. Ich bin mir halt gar nicht sicher, ob ich da überhaupt hin will, aber ab dafür. Ui. Oh mein Gott, dieser Schiffsroboter oder? Wer ist Tom? Und warum nicht eins oder? Macht ihr mal bitte das Licht wieder an. Wollen wir die anderen noch angucken? Vielleicht. So, es sind alles nur irgendwelche. Ja, weiß ich nicht. Ruhe! Bin noch nicht so weit. Ah, okay. Ist einfach nur keiner mehr da oder so. Das sieht schon kalt da aus. Wäre jetzt kein Ort, wo ich freiwillig hin müsste. Ich will da nicht hin. Ah, da komme ich nicht lang. Unsichtbare Wand, okay. Kann ich da wenigstens mal hoch ein bisschen die Aussicht genießen? Nein? Okay. Und rein da, ISA. ISA. Loading. Oh. Ja, bitte nicht. Was ist denn dein Problem?
Irgendwelche Horror- und Alien-Shooter. Total mein Ding. Alles wieder gut, okay. Hey, es ist doch nicht ganz so zum Schießen, das ist gut. Wäre nämlich gar nicht meins. Kann ich das hier durchs Fenster schmeißen? Kann ich hier runterspringen? Okay. Das ist einfach nur so ein Energiedings hier, dann ist ja prima. Dann ist wahrscheinlich eher so ein Logik-Ding wie Portal oder so. Die Räume hier wurden für Turing-Tests. Das Spiel heißt Turing-Test. Das jetzt mein Ersatz, spontaner Ersatz für heute. Na toll, danke Tom. Na toll. Aber dann geht die Tür zu. Okay. Scheint schon mal keinen anderen Weg hochzugeben. Schnell bin? Ah. Also ich denke, so im Restlichen ist das ein Logikspiel. Sektor A7. Ich weiß nicht, was mir das jetzt gebracht hat. Hier kann ich jedenfalls hoch.
Ja, vielleicht können wir das wirklich nicht. Lassen wir das mal. Ich will hier raus. Achso, ich kann hier mit den Kugels nicht raus, wa? Toll. Ah! Wäre jetzt so witzig gewesen, wenn ich versehentlich die richtigen getroffen hätte. Oh. Ist aber nur einer von zweien. Wo ist der zweite von zweien? Ich war gerade so stolz auf mich. Schon ist der Stolz wieder verflogen. Muss ich das Rätsel da doch lösen? Toll. Aber wie soll ich das denn jetzt lösen? Bin nicht ganz so einfach aus. So, zurück kann ich auch nicht. Ich kann mit diesen Energiedingern da wirklich nicht durch, okay. Normalerweise für jedes Rätsel immer irgendwo eine Lösung. Dann Hinweis. Fünf mal fünf. Irgendwas, was 5 mal 5 ist. Aber 7 kann es ja auch nicht sein, weil das ist nur 5 mal 2, 4, 7. Ah. Irgendwo.
Lichter. Von dem da. 3, 4. 5 mal 5. Dinger an der Decke sind 5x5. Nur die Frage, wo man stehen soll damit. Damit das Sinn ergibt. Wahrscheinlich nicht. Ja, ne, 4x5. 4x4. Ja, wo ich denn gerade 5x5 gezählt? Was habe ich denn gemacht? Auf jeden Fall sind es nur 4x4 und ich brauche 5x5. Mist. Von hinten wäre jetzt halt cool. Ja, halt schon. Ist nicht so wirklich. Schließt sich mir nicht. Alles nur 4. Irgendwie ein Hint oder sowas.
Nein. Wieder nur vier. Einmal fünf. Einmal fünf, dreimal fünf. Hier sind halt die Knöpfe anders, ne? Das ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Das sind halt drei Knöpfe. Ich weiß ja nicht, ob das eine Bedeutung hat, wo die so hingucken. Ob es hier so eine Knöpfe auch nochmal gibt. Ja, bin ich. Und warum zum Herbert habe ich. Fühle ich mich da mit meinem Chat nicht verbunden? Im Chat. Läuft. So. Kein Ton vom Spiel zu hören. Nein, ist es nicht. Und ich konnte den Chat halt einfach nicht lesen, weil Twitch irgendwie gerade keine Verbindung zum Chat aufbauen will. Das Richtige einstellen. Okay. Warum leckt das? Das dürfte eigentlich nicht lecken, normalerweise. Also mein Internet sagt, oder mein OBD sagt, ich habe eine sehr gute Verbindung. Also eigentlich dürften keine Lecks sein. Bei mir im Stream werden auch keine angezeigt, witzigerweise. Also irgendwie scheint Twitch gerade Probleme zu haben, bei Upload-Lags habe ich gerade nicht. Offensichtlich. Meine Verbindung ist mehr als top. Ja, weiß ich nicht, was da jetzt so los ist. Ich weiß, dass mein Internet manchmal ein bisschen rumtickert, aber mein Mauszeiger verloren. Prima. Ah! Weiß nicht, warum es auf dem Rechner gerade nicht geht. Also ja, vom Handy aus kann ich schreiben. Ah. Oh, ne, Verbindung im Chat wieder weg. Nein, ich bin nicht aus der Zukunft. Ja gut, dann muss ich halt meinen Chat irgendwie über mein Handy im Auge behalten. Da funktioniert das. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich auf Twitch gerade keine Verbindung zum Chat kriege. Ich kann das absolut nicht. Ah? This doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Ja, so ähnlich. Dann geht die Tür zu, okay? Und aus der Tür kommt aber auch irgendwie Strom, offensichtlich. Ist diese Bubble hier nur für diese Tür? Das ist schon mal nice to know. Ach so, nee, ich brauche beide, okay?
nicht den Hebel jetzt umlege. Wird der da lang? Ah, prima. Ach ja. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind. Two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories. Conflicts. Ach, wie schön. Ich weiß noch nicht, was ich hier oben mache, aber... Ah. Tada. Also, auf dem Handy funktioniert es auch nicht einwandfrei. Wenn sich Twitch bis dahin nicht gefangen hat, werden wir nach dem Chapter dann auch den Stream beenden, weil... This is the command center. You can check on the crew status from here. Es bringt halt absolut nichts, wenn Twitch nebenbei so sau leckt und ich einfach keine Verbindung zu meinem Chat kriege. Ich werde nicht an dem Mikro lecken! Außerdem kann ich das gar nicht. Ich kann in meinem Wohnzimmer kein ASMR machen. Da bräuchte ich ein separates Zimmer für und das habe ich nicht.